Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum React der fünften Folge von Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 3. Diese Folge heißt Der offene Kampf mit Olaf. Schauen wir einfach mal nach, was Utfin in Folge 5 so passiert ist. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 3. Mit der Mission Kreafnik-Konflikt. Okay, noch deutscher geht's wahrscheinlich nicht. Ich setz einfach so rein aus Prinzip mit jeder Folge immer aggressiver aus. Einfach nur, weil das so richtig schöne K-Töne drin hat. Und ja, hier haben wir das Ganze hinterlassen, letztes Mal für Kurga. Und guck mal einfach mal, was er draus gemacht hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt wirklich schon die ersten Truppen rangezogen hat. Außer es kamen jetzt nochmal richtig heftige Angriffe. Aber ansonsten könnte ich mir... Nee, das habe ich auch schon im letzten React gesagt. Wo ich mir jetzt immer noch nicht sicher bin, ob das jetzt ein Bug war oder gewollt war oder Zufall war. Aber bei mir kam ja in Folge 4 nicht ein einziger Angriff. Glaube ich. Ich kann mich jetzt zumindest nicht gerade an irgendeinen erinnern. Von daher glaube ich, entweder wie gesagt Bug oder ziemlich interessanter Zufall. Vorstellen jetzt aus der Sicht her, dass er jetzt schon die ersten Angriffstruppen geholt hat, vielleicht Leiterträger und eigentlich schon sogar Edwin stürmen konnte. Es könnte gut sein, dass Edwin wirklich in den 15 Minuten down gegangen ist. Gut, gucken wir mal, was so passiert ist. Ich weiß, es hat seine Vor- und seine Nachteile, dass man keine Vorschaubildchen sieht. Eier, wir brauchen Eier. Wir haben die Burg von Edwin einfach übernommen. Einfach so. Naja, nicht einfach so, da hat schon ein bisschen Arbeit da. Es war schon ein bisschen Arbeit nötig. Gut, dann würde ich mal sagen, gibt's nochmal einen kurzen Cut, dann muss ich nochmal die Story lesen. Gleich wieder da. Ah, alles klar, ich bin auf dem neuesten Stand. Also wir haben jetzt einfach Sir Edwins Burg übernommen, sind da einfach kurzerhand eingezogen und die alte, ach du liebe Zeit, ist ja einfach alles eingerissen worden. Okay, ja, die alte Länderei wurde an einen anderen Lehnsherr übergeben, beziehungsweise jetzt an einen Untergebenen von uns, der ja das verwalten soll. Nur leider ist es ziemlich unfähig, weil wir scheinbar einfach dem erstbesten Bauern, dem wir auf der Straße begegnet sind, da einfach hier das Lehen in die Hand gedrückt haben. Wer hätte gedacht, dass sowas wie Einstellen nach Qualifikationen durchaus von Vorteil sein kann, ne? Ja gut, okay, dann. Also selbst die Ausrede Quereinsteiger würde nicht funktionieren. Würde ich mal sagen, haben wir so die Situation, dass wir Edwins, ach Gott, sogar jede Menge Ländereien, also plötzlich ist alles ein bisschen mehr vom Scale hochgegangen. Wir haben, ich glaube, die Länderei funktioniert so grundsätzlich. Ich glaube, da müssen wir nicht mal großartig optimieren. Wir gucken uns aber ein paar Sachen an. Wir haben auch so viel Geld und Zeug, könnte interessant werden von hier aus. 4500 ist im Vergleich zu dem, was ich als Start hatte, ziemlich wenig, wenn man es bedenkt. Ich hatte irgendwie, glaube ich, 15.000. Oder also irgendwas Fünfstelliges auf jeden Fall bin ich gestartet und habe diese Truppe, die da jetzt schon steht, ja schon angefangen hochzuziehen. Das sind 4500 ja schon gerade schon relativ wenig im Vergleich. Aber das weiß er halt nicht, ne? Das ist halt das Schöne an diesem Format. Keiner weiß 50%, was der andere gemacht hat, die halbe Zeit über hinweg. Wir müssen oder was passiert ist. Auf jeden Fall hier die neue Länderei verteidigen, soweit ich weiß, gegen Olafs Invasion von dort oben. Also haben wir ein paar offene Feldschlachten vor uns. Okay, dann würde ich mal sagen, Timer steht bereit. Es geht los in 3, 2, 1 und ab geht die Party. So. Und es scheint auch. Ja, oh mein Gott, das funktioniert einfach alles. Das ist gut, das gefällt mir sehr gut. Oh, er hat sogar. Er hat einen Sammelpunkt da rausgesetzt. Sehr schön, dann muss ich nur noch ausbilden. Okay, Bogenschützen bitte bereit machen. Ich nutze die Linieninformation so gut wie nie bei den Bogenschützen, was einfach daran liegt, dass sie so hässlich ineinander klippen, die Einheiten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich nutze immer nur die Kolonnenformation. Schwertkämpfe, müsst ihr aufpassen. Wir müssen einfach nur die Grafschaft hier halten, ne? Euer Zeichen, Sire? Für seine Lordschaft. Wer ist denn der Ritter hier? Das ist der. Er hat es doch gerade vorgelesen im Intro. Ach, das ist der Lehnsherr, den wir verteidigen müssen. Ja. Okay, der ist grundsätzlich einfach so da. Ich dachte schon fast, unser Lord ist hier irgendwie beritten oder da ist ein Ritter oder sonst irgendwas. Interessant. So, Edwin, wie schaut's denn mit deiner. Also, jetzt neu eingezogen wir jetzt. Wie schaut's denn mit unserer Wirtschaft aus? Wo ist denn der Kornspeicher überhaupt? Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. Keine Jauchen oder Ratten. Oh, ist das schön. Oh gut, wir haben ja auch. Okay, ganz ehrlich, in solchen Größen da mal langsam sowas. Das ist halt so mein größtes Problem. Also vielleicht noch nicht mal die Mechaniken an sich, sondern die kommen einfach zu früh. Also so jetzt, wenn man eine etwas größere Burg hat, dann vielleicht mal ein bisschen sich um die Jauche zu kümmern. Okay. Ich glaube, dieses Jauche- und Ratten-Thema, das wird ihn niemals loslassen. Das wird er bis ins Grab mitnehmen, dass ihn das so wurmt hier in Stronghold 2. Ich hoffe, man hört den Hund jetzt nicht im Hintergrund bellen. Falls doch, muss ich mal drauf achten.
Das sollte vielleicht auch so wirklich... Doch, man hört den Hund. Okay, da muss ich mal ganz kurz die Fenster schließen. Und weiter geht's. Was auch eine Idee wäre, wenn man das mal überarbeiten will, statt es komplett rauszunehmen oder abzuschwächen, könnte man auch wirklich machen, dass das so eine kleine Bremse ist für zu große Bevölkerung, für zu großen Boom. Dass man mal sagt, keine Ahnung, es macht es bevölkerungsabhängig. Ab 50 bis 60 Bevölkerung fangen Jauchen an und dann später Ratten. Und erst ab 100 Bevölkerung oder so gibt es Verbrechen, weil du dann wirklich eine etwas größere, schon keine Mini-Dörfchen-Siedlung mehr hast, wo jeder jeden kennt, sondern wo wirklich vielleicht mal Verbrechen auch wirklich stattfinden könnten in der Hinsicht. Ah ja, was wir alles ausbilden können. Ja, ich finde, er hat eigentlich einen ganz guten Punkt, ehrlich gesagt, dass man, weil ich finde, ganz verzichten auf Jauche und Rattons und Verbrechen wäre in Stronghold 2 halt irgendwie schade, weil das sind halt Mechaniken, die halt neue Gebäude und so ins Spiel bringen und halt auch mal einen Nutzen haben. Ich meine, ein ganz einfaches Beispiel. In Stronghold 1 und Crusader hatte man so Strafen und also so Galgen, Hackblöcke und so. Und Gärten und andere Freuden ja nur drin, um halt die Arbeitseffizienz zu beeinflussen. Aber diese Geräte wurden ja nie verwendet. Und in Stronghold 2 hat sich Firefly wahrscheinlich gedacht, Mensch, es wäre doch mal schön, wenn da wirklich so ein Dude mal am Galgen baumelt. Aber dann muss man sich halt überlegen, okay, warum hängt er denn da jetzt am Galgen? Das heißt, es muss ein Verbrechen stattfinden, dann muss irgendjemand den Verbrecher erstmal aufgreifen, dann muss er irgendwo verurteilt werden, so kam das Gerichtsgebäude rein und so weiter. Also ganz verzichten fände ich halt irgendwie schade, weil ganz viele Mechaniken halt auch darauf beruhen und das Balancing halt auch so ein bisschen darauf beruht. Und deshalb fände ich es nicht gut, herzugehen und Jauche und Ratten und Verbrechen einfach rauszunehmen aus dem Spiel, weil dann solche Gebäude wie eben der Wachposten, die ganzen Strafen, Galgen, Pranger etc., die wären ja dann total überflüssig, bräuchte man ja gar nicht mehr. Dieses Gerichtsgebäude, das könnte man alles, wenn das alles entfernt wird, dann würde so viel Seele aus dem Spiel eigentlich rausgenommen werden, finde ich. Und deshalb dieses, dass man halt nicht mit Jauch und Verbrechen klarkommt, das ist ein Problem, klar, aber jeder hat halt die gleichen Probleme. Gut, von der KI jetzt mal abgesehen, aber wenn wir jetzt mal von einem Multiplayer-Match ausgehen, hat halt jeder die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Probleme und entweder man arrangiert sich damit und kommt damit klar oder man soll es halt einfach lassen, so das Spiel zu spielen, so weil ich bin auch dieser Sache sehr eher zwiespältig gegenübergestellt, dass man jetzt das Kyrosus versucht, jetzt das so zu modden, dass halt Jauche und Ratten zumindest halt entfernt werden aus dem Spiel. Ich finde das, ja, weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, weil im Endeffekt wird das Spiel dann einfach nur vereinfacht. Und das ist halt irgendwie für Leute, die halt gelernt haben, damit zu spielen, wie ich zum Beispiel, da fehlt halt so ein bisschen auch der. Ja, ich weiß nicht, der reizt dann auch so ein bisschen. Weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass Jauch und Ratten das Spiel unfassbar stark verbessern. Das will ich jetzt nicht sagen. Mich nervt's genauso, gebe ich ja zu. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und wenn ich jetzt ein Multiplayer-Match gegen jemanden mache, der eben nicht so gut damit klarkommt, dann würde jemand wie mir, der damit gelernt hat, umzugehen, halt ein Vorteil genommen werden einfach, indem man es einfach rausnimmt. So, weiß ich nicht. Also klar, ist sicherlich ein Streitthema. Gibt sicherlich auch viele oder diese Fraktionen, sage ich jetzt mal, die da dafür sind, dass es halt rausgenommen wird, gibt aber auch sicherlich auch Leute wie mich, die sagen, sie fänden es irgendwie schade, wenn es rausgenommen werden würde, weil super viele Gebäude dann einfach überflüssig gemacht werden und also gerade auch im Anbetracht aufs Verbrechen. Aber das, was Utwin hier gesagt hat, dass es erst ab einer bestimmten Bevölkerungsanzahl losgeht, damit könnte ich leben. Das wäre ein cooler Kompromiss. Ich habe den Konspeicher immer noch nicht gefunden. Aber es ist halt natürlich alles nur halt Fantasterei jetzt gewesen, weil es wird von Firefly-Seiten aus nicht passieren und ob man das so modden kann oder so bauen kann mit C++, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann in Zukunft, wer weiß. Da ist die Burgküche. Ach ja, und übrigens, der Hammer hat sich wieder zurückgezogen. Hö. ja. Der Hammer? Ach, da ist der Kornspeicher. Die Bauern haben Alberts, zu essen, Shire. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Wir haben jede Menge Plus durch die Religion. Haben wir bezüglich Religion auch Kerzen? Wir haben eine Kerzengießerei. Haben wir auch Bienen? Ja, zwei Stück. Hier und da. Und offenbar reicht das eigentlich ziemlich gut. Ich habe da jetzt vorher im Vorfeld nichts geändert. Es sind drei Gießereien und zwei Bienenstöcke reichen vollkommen zu. Nicht, dass ich da was... Doch, drei. Hier ist sogar auch noch einer. Es sind sogar drei Bienenstöcke da und drei Kerzengießereien. Sehen wir, oder? Weil im Notfall würde ich da mal kurz ein bisschen optimieren.
Und dann mal ein bisschen was platzieren, dass die Katzengießer da ein bisschen besser arbeiten können. Hm. Ich weiß nicht, ob mehr Bienenstöcke da als die Arbeitseffizienz von Kerzengießern optimieren. Es kann sein, dass ein Kerzengießer und ein Bienenstock vollkommen füreinander im Verhältnis ausreichen. Weiß es aber auch nicht so genau. Weil im Endeffekt ist es ja okay, dass er da mehr Bienenstöcke baut. Weil ich sag mal so, wenn jetzt Kerzen doch im Überfluss da sind, kann man die auch verkaufen und dadurch hat man ja wieder ein bisschen mehr Kaufkraft. Also es ist jetzt nichts Schlimmes oder so, dass man jetzt mehr Bienenstöcke baut. Aber auch hier wieder, ich kenne das Verhältnis nicht so genau. Ich weiß nicht, ob ein Kerzengießer auf einen Bienenstock kommt oder ob man vielleicht zwei Bienenstöcke braucht, damit er besser arbeitet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Könnte man auch ein eigenes Video wahrscheinlich mal dazu machen. Das war noch ein Weingut. Ah ne, da hinten haben wir. Gut, da war nur einer. Das ist jetzt ein bisschen mehr da, das ist okay. Jetzt sind wir von 3 auf 7, glaube ich. Schauen wir mal, dass wir vielleicht noch eine Kerzengießerei machen. Ich finde es ganz cool, dass bei der Burg auch wirklich so ein Zugangsweg ist. Den würde ich auch gerne lassen. Das würde ich am liebsten nicht einfach alles zubauen. Da geht der Lord wahrscheinlich gerade zur Kirche. Da könnte man noch einen Workshop hinmachen, ohne dass es zu deplatziert wirkt, oder? Ja, das passt, finde ich. Haben wir noch eine Kerzengießerei mehr, dass das auf jeden Fall hält. Und ansonsten hoffen wir mal, dass alles so weit hinhaut. Ich glaube, wir müssen einfach nur schauen, dass genug Getreide reinkommt. Das passt da nicht hin, mein Mehl bekommen wir sogar geliefert. Das sieht alles ganz gut aus. Nee, das war, glaube ich, kein Mehl, was geliefert wurde. Es ist Wein. Ich das richtig sehe. Wein oder Bier? Eins von beiden. Ich glaube, Wein ist es. Nee, es müsste Bier sein. Das passt da nicht hin, mein Ach, da unten sind ja noch ganz viele Bienenstöcke, sehe ich gerade. Hier sind ja noch ganz viele Bienenstöcke, wo die Kerzengießer arbeiten können. Aber gut, dadurch, dass er die jetzt hier oben platziert hat, sind die Laufwege natürlich oben viel effizienter, als wenn die Kerzengießer jedes Mal bis da unten hinrennen müssen, zu den Bienenstöcken. Ah, Mehl bekommen wir sogar geliefert, das sieht alles ganz gut aus. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das soweit passt. Und wir Mehl in Fässern, na gut, kann vielleicht auch sein. Wir rekrutieren einfach weiter Truppen. Na Olaf, komm, trau dich doch. Alter, bei so einer großen Armee hätte ich kein großes Maul, ehrlich gesagt. Ich habe gehört, deine Mutter kommt aus Schweden. Ist das auch... Was? Ich aus Norwegen? Nein. Okay, Truppen... Das hat er gehört, der Olaf. Der schickt ja direkt eine Armee los. Mann. Von wo? Jetzt kommen die einfach von unten, ey. Das wäre der geilste Plot-Twist überhaupt. Würde mich jetzt aber auch mal interessieren, von wo. Ah, von rechts, glaube ich. Ja. Es kommen sogar Schwertkämpfer. Und Ritter! Wer kennt's nicht, die Ritter Olafs? Das Vorratslager ist voll, my lord. Okay, das wird interessant. Aber wir müssen ja einfach nur überleben, ne? Wir müssen einfach nur überleben. Ne, halt, Eubo. Keine Feinde oder feindlichen Invasoren übrig. Zeit bis zur letzten Invasion. Aber ein Zeitlimit gibt's nicht. Waffen benötigt, Sire. Männer an die Waffen! Armbrustschützen sind auch mit dabei. Ist schon fies. Vor allem interessant, ich lese jetzt erst, müsst ihr mal drauf achten, wenn Utwin über ein Gebäude hovert, steht hier Lord Kurga und nicht Lord Utwin. Ach, da unten ist das meine... Hier, da steht Lord Kurga. Ich weiß nicht, warum hier Lord Kurga steht und nicht Lord Utwin. Kirche? Das Volk verehrt euch. Krass. Das Vorratslager ist voll. Vorratslager voll. Von was haben wir denn zu viel? Ah, ja. Hier, Lord Kurga. Das verstehe ich nicht. Obwohl Utwin seine Version von Stronghold 2 eigentlich spielt, müsste eigentlich Lord Utwin dort stehen. Jetzt müsste ich mal eigentlich in meine Videos nochmal reingucken und schauen, ob da Lord Utwin steht. Das würde mich jetzt eigentlich auch mal interessieren. Ja, ist die Antwort. Okay, Holz, komm mal ein bisschen weg. Das ist echt krass. Waffen benötigt, Sire. Das ist schon eine ziemlich starke Armee, die wir da jetzt haben. Vor allem mal mehr Schwerter. Das ist ja... Letztens hatten wir, glaube ich, zu wenig Rüstung, jetzt haben wir zu viele Schwerter. Umgedreht, aber ja. Da passt noch eins hin. Eine Schwertschmiede, die wird alles reißen, ich sag's euch. Aber bis dahin könnten wir auch mal hergehen und ein bisschen kaufen. Waffenkammer war da drüben. Sehr gut. Ran mit den Schwertis. Na, guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da wieder angeolaft kommt. Die Flotten werden angegriffen.
Oh, ist halt... Ach, die haben eine Defensivhaltung, die gehen automatisch hin. Das ist interessant. Mhm. Aber ich würde mal sagen, trotzdem die Lanzenträger mal ein bisschen mehr die Meat Shields, bitte. Und dann holen wir mal ran. Junge, mach den Mund wieder zu, es zieht. Haben wir die ganzen Lanzenträger schon verloren? Ach du liebe Zeit, ey. Okay, ich glaube, die sind so wirklich in der... in der Apokalypse der Axtwerfer und Armbruchschützen untergegangen. Aber die Schwertkämpfer wurden ein bisschen besser geschützt, das ist wichtig. Bald mit einer großen Armee. Alles klar. Na, holen wir mal noch Bogenschützen ran, würde ich sagen. Schon wieder Truppen greifen an. Okay. Aber es hieß auch keine Feinde mehr auf der Karte übrig. Soll bedeuten... Oh, das macht mich... Ach, das finde ich so schrecklich. Dass Utwin die nicht auf wenigstens Verteidigungsposition setzt oder auf aggressive Haltung. Jetzt stehen die dort entspannt und lassen sich in aller Ruhe von den Bogenschützen abschießen. Das triggert mich extrem gerade. Na klar, ein paar gehen hier vor und kämpfen, aber der Rest bleibt hier stehen und macht halt nichts. Was sagt ihr, mein Lord? Für den Ruhm! Ja, Herr. Werdet ihr uns brauchen? Wir müssen wahrscheinlich auch wirklich Olaf zurückdrängen. Ich hoffe mal schwer, dass es nicht mit dem Zeitlimit verbunden ist oder so. Bogenschützen, bereit machen. So, halten wir mal wirklich diesen Durchgang hier. Das ist ganz gut. Knobeln! Angriff! Die Armbrustschützen tun so weh. Gallus Vult für das Huhn. Das Knubbeln funktioniert in Strolls. Ich weiß nicht, ob Knubbeln in Strolls 2 wirklich was bringt. Also doch schon eigentlich, weil die können ja ineinander stehen ohne Probleme und dann, wenn die zusammen auf einen Gegner einschlagen, bringt das schon was. Hm. Oder ob das in Strolls Crusader eher funktioniert oder mehr bringt. Ich weiß es halt nicht genau, wie das Kampfverhalten dann ist im 3D im Vergleich zu 2D. Huhn will es. So, nice. Und durchrasieren einmal richtig schön. Mehr Truppen, bitte. Wir haben so viel Geld, ey. Ohne Scheiß. Ich hole mir gleich den nächsten Schwertkämpfer ran. Ich bin halt auch so mal auf seine Reaction gespannt. Wenn er quasi Folge 4 sich anguckt und sieht, wie viel Geldbudget wir wirklich mal hatten. Und noch mehr Bogenschützen. Jetzt wird gepumpt. Waffen benötigt. Gut für ein Fitnessstudio. Schwertkämpfer, Vorlacht! Hier Pumpwin und ATS Liftgar legen. wir einfach beide den gleichen Gedanken hatten. Los. Waffen benötigt Liftgar. In Teamarbeit. Oder hier Pushgar. ATS Pushgar. ATS Pushgar, ja. Und Pumpwin. Pumpwin oder Pulwin. Pulwin fände ich auch super. Jawohl. Das Volk verehrt euch, Scheier. Dann wahrscheinlich so Pulgar und Pushwin. Ja, das könnte funktionieren. Könnten sogar eine Steuerstufe höher gehen. Unterhaltung und. Ja, wohl, die Unterhaltung. Es droht Gefahr, mein Lord. Wir werden es bald mit einer großen. Der Typ, der schaut immer so, als hätte er Emis Mutter nackt gesehen gerade. Das kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Das ist unglaublich. Genau, er hat genau gewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Wir können uns eigentlich, weil die immer von da kommen, könnten wir vielleicht sogar jetzt mal diese Engstelle halten. Ich weiß nicht, ob ich mich gut fühle hier den... Andererseits, ich weiß nicht, ob alle Bogenschützen von hier aus schießen könnten. Von hier aus haben wir wenigstens alle... Hätte er es mal gemacht, das hätte uns, glaube ich, viel Ärger oder mir viel Ärger in der nächsten Folge erspart. Wenn er schon... Ich wünschte, ich wäre auch schon früher auf die Idee gekommen, Bogenschützen da oben den Pass lieber zu halten zu lassen, um den Höhenvorteil für die anderen feindlichen Schützen halt auszusparen. Das hätte uns, glaube ich, viel Ärger erspart. Die Möglichkeit, das Feuer zu eröffnen. Wir müssen eigentlich bloß durchhalten, bis die letzte Invasion ist und dann machen wir den Gegenangriff. Ich würde mal sagen, vorher wird es ein bisschen... Das könnte vielleicht funktionieren, aber... Das meiste müssen wir wirklich kaufen, weil ich glaube, die meisten Waffen, die wir jetzt hatten, sind wahrscheinlich noch die, die von Edwin übrig geblieben sind.
Oder die ich eingekauft habe mit seinem Budget. Die er die ganze Zeit produziert hat, wenn wir mit unserer kleinen Länderei herumgespielt haben. Und anderen Dingen vielleicht auch noch. Aber das größte Problem ist jetzt halt wirklich, die Waffen, die Burg ist halt nicht wirklich sauber angelegt, sondern eher optisch. Was bedeutet, wir kriegen nur sehr langsam Waffen rein. Unsere Bögen werden singen. Speere hoch! Schwertkämpfer vorwärts! Genau deswegen möchte ich jetzt wirklich mal mit der Steuer hochgehen. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Und dann müssen wir nämlich genau wie mit unseren Freunden den Rest kaufen, der nicht mitkommen will. Wir sind bereit. Reinhalten! Ganz ehrlich, ich habe lieber gar keinen einzigen Freund als Gekaufte. So. Das Vorratslager ist voll, my lord. Vorratslager mal wieder, ja? Gott, bekommen wir. Das Volk verehrt euch, Schatz. Brot ist krass. Brot ist richtig krass. Genauso wie in Stronghold Crusader ist auch Brot in Stronghold 2 fucking OP. Nahrung scheint zu laufen. Wir gehen mal auf normale Rationen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte sogar den genau anderen Weg gegangen. Ich glaube, ich hätte eigentlich an seiner Stelle sogar die Nahrung komplett eingestellt und hätte dafür halt dem Beliebtheitsdefizit hätte ich halt durch niedrigere Steuern halt wieder ausgeglichen und hätte stattdessen die gesamte Nahrung verkauft. Weil ich kann mir vorstellen, ich bin mir jetzt nicht sicher, belehrt mich gerne in den Kommentaren, das ist alles okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir die ganze Zeit hätten Brot verkauft, hätten wir finanziell viel mehr gemacht, als jetzt durch Steuern zu nehmen. Aber gut, kann natürlich auch sein, dass das jetzt ein Trugschluss ist und dass es so nicht wirklich funktioniert, kann natürlich auch sein. Aber das wäre zumindest meine Herangehensweise vielleicht jetzt an seiner Stelle gewesen, anstatt die Nahrung wieder zu erhöhen, lieber mehr darauf zu setzen, die Nahrung zu verkaufen. Genau, die meine ich. Weil ich glaube, wir hätten minus 8 Beliebtheit durch fehlende Nahrung, hätten wir super ausgeglichen durch andere Sachen, durch Kirche, durch Unterhaltung, durch bisschen niedrigere Steuern und so. Aber trotzdem noch mit Steuern, also nicht ganz ohne, aber ein bisschen mit. Ich glaube, das hätten wir schon gut ausgleichen können. Immer auf normale Rasieren. Ich weiß halt nicht, ob sich das wirklich lohnt. Nee, das ist halt die Frage, die ich mich auch gerade gefragt habe. Ich glaube, dann bleiben wir bei halb. Und verkaufen die überschüssige Nahrung. Finde ich interessant. Als ob er mich gerade gehört hätte. Ein Brot erstmal, aber schauen, dass es halt trotzdem konstant bleibt. Wo ist denn der Marktplatz? M? Aha. Ich kann doch einfach M drücken. Ja. Der Verkauf von Brot. Boah. Das bringt so fett Kohle, das ist Wahnsinn. Sachen gibt's nicht, wahr? So, da kommt er wieder. Aber alles gut, kein Problem, ich bin Arzt. Unsere Truppen werden zumindest kann ich oftmals den Zustand klinisch tot feststellen bei Patienten. Da habe ich mittlerweile Übung. Waffen benötigt, Sire. Schwertkämpfer! So, da sind ein paar Ritter dabei. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Auf euren Befehl! Erwarte Befehle! Der macht Gesichter, die könnte man eigentlich hauptsächlich eher auf OnlyFans sehen. No joke, ich war noch nie auf OnlyFans. Ich habe noch nie mir ein Profil, ich habe noch nie diese Webseite geöffnet. Es wird immer davon gesprochen, ja, wir machen ja auch immer Witze darüber. Aber ich habe, no joke, ich weiß nicht, wie diese Plattform aussieht, wie die funktioniert oder ich habe die noch nie aufgerufen, wirklich noch nie. Und das wird mir einfach so gerade klar, weil, wie gesagt, Unfin und ich, wir machen immer Witze darüber und mir wird eigentlich gerade mal so bewusst, dass ich noch nie was von dieser Plattform gesehen habe. Könnte auch sein, dass diese Plattform gar nicht existiert und das einfach nur immer so ein, ja weiß ich nicht, so ein Mysterium ist, was einfach, worüber alle reden, aber nie existiert, so ein bisschen wie Illuminaten oder so. Wie hat Mami schon immer so schön gesagt, mit vollem Mund spricht man nicht. Rekruten benötigt, Sire. Rekruten benötigt, Sire. Wir kämpfen tapfer. Okay, halten wir noch gut auf. Truppen greifen an. Waffen benötigt, Sire. Mehr Schwertkämpfer. Der Block muss stärker werden. Waffen benötigt, Sire. Ah, Geldprobleme. Ich frage mich warum.
Ist ja nicht, dass wir eine Kriegswirtschaft haben. Ohne Wirtschaft. Sagen wir, wir haben Krieg ohne Wirtschaft. Sagen wir es mal so. Das ist noch eigentlich noch mal schlimmer. Also wenn ich mir gerade diese Vorräte aus dem Kornspeicher angeguckt habe, finde ich, sehe ich das ein bisschen anders. Waffen benötigt, Sire. Was sagt ihr, my Lord? Aber Bogenschützen ist mittlerweile auf einer echt schönen Zahl angekommen. Ihr könnt mal später vielleicht dann, wenn es mal wieder eine Möglichkeit gibt, sich zu verteidigen oder so, könnten wir das natürlich wieder nutzen und die Bogenschützen defensiv einsetzen. Dieses Massengeknubbel hier einfach nur brutal. Aber diese ganzen Schützen da, das tut so weh. Schlimm ist aber, okay, die haben hier schon einen leichten Höhenvorteil, ne? Ja, die schießen eben. Jetzt auch ganz gut. Ich hab auch das Gefühl, dass es was bringt, die auf einer höheren Position schießen zu lassen. Dass sie das ja auch wirklich einen Angriffsbonus dadurch bekommen. Ich doch von hier kämpfen. Oder einen höheren Verteidigungsbonus, eins von beiden. Wie da diese Axtkämpfer stehen. Oh, wie wir da durchrennen, ey. Touchdown! Ja, wir verlieren auch ganz gut Einheiten da in dem Gebiet. Mhm. Ich glaub, wir haben jetzt auch mindestens ein Drittel der Bogenschützen verloren. Wie lange haben wir denn noch? 2 Minuten, okay. Ich glaube, Kurga muss einfach immer die Mission jetzt vorlesen, ab jetzt an. Es tut mir leid. Ich werde es wahrscheinlich wieder so weit schaffen, bis dann wahrscheinlich Kurga dann die letzte Invasion hat und die nächste Mission losgeht. Aber ist okay. Nee, wirklich. Nee, ich wollte eh nie vorlesen. Ist in Ordnung. Ich hatte nie vor, eine Vorleser- und Erzählerkarriere zu machen und das hier als mein Einstiegsresümee zu nutzen. Nein. Niemals! Das hört man im Hintergrund einfach, wie ich so meinen Lebenslauf wieder so zusammenknüll. Weißt du, so in 500 anderen Stronghold-Videos, die er zuvor schon gemacht hat, hat er nie die Missionsbeschreibungen vorgelesen. Das hat er einfach nie gemacht. Nicht extra ausgefüllt habe und ausgedruckt habe neben mir. Ich würde es ihm sogar zutrauen. Einfach so einen Aktenvernichter rein. Oder sich mit dem Lebenslauf so die Tränen aus den Augen wischen. So. So, nochmal Bogenschützen bitte. Oh Mann. So, die Armeen werden auf jeden Fall ziemlich pornös. Was gibt mir diese Länderei hier eigentlich? Die gibt mir Bier, oder? Ja, Bier hat die geschickt vorhin, ne? Weil ich vorhin gerade überlegt habe, ob es Wein oder Bier war. Ja, die bringt auf jeden Fall Bier, die Länderei. Sire, da ihr zum ersten Mal Bier. Einen Fuhrmannsposten haben wir Ausschank? Haben wir nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Wir haben gar keine Schenke. Ja? Ah doch, das zählt uns als Unterhaltung, nehme ich mal an, oder? Nee. Wo ist denn... Hell... Okay, ist mir jetzt egal. Aber habe ich ganz ehrlich, habe ich auch nicht drauf geachtet, dass wir da Haufen Bier geliefert bekommen haben. Was wir im Endeffekt vielleicht gar nicht genutzt haben. Ich weiß gar nicht, also ich habe keine Schenke gebaut im ganzen restlichen Verlauf. Ich weiß nicht, ob es Upwind das doch irgendwann nochmal gemacht hat. Ja, Sire. Ah, ich würde ja wirklich gern mich hier oben aufstellen, weil... Ja, mach das doch! Ah, er hat doch, müssen wir da hinten, dass sie nicht so stark diesen Höhenvorteil haben. Aber dann ist der Lord da zu stark. Das ist schon arg böse. Waffen benötigt, Sire. Das Brot, ja, das bringt richtig Kohle, ey, Wahnsinn. Pikiniere zum Halten wäre natürlich auch eine Idee, aber komm, Schwertkämpfer sind ganz gut. Waffen benötigt, Sire. So, da kommt die nächste Armee. So, wir haben jetzt mit einer ziemlich guten Zahltruppe an, aber hätte ich jetzt nicht immer Waffen zugekauft, das wäre echt eng geworden. Und ja, man könnte jetzt wirklich jeden Fitzelchen der Burg noch nutzen und zukleistern, aber man, ich mag es mal, wenn so ein schöner Durchgang ist. Oh, und da sind wir dabei. Das ist prima. Das ist prima. Wie wir einfach wirklich so oft den gleichen Gedanken haben. Es ist schon fast erschreckend. Man könnte wirklich denken, Uwe und ich sind Brüder. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, fertig mit dieser Runde. Eigentlich jetzt nur offene Schlachten geschlagen. Nicht so viel, was Kurga verpasst hat an der Stelle. Alles klar. Dann speichern wir nochmal. Spiel gespeichert. Und dann seht ihr den ganzen Spaß dann wieder aus Kurgas Sicht bei der nächsten Folge. Schaut wieder bei Kurga vorbei beim Kanal oder schaut auch einfach, gut, schaut so bei Kurga vorbei auf dem Kanal, aber wenn ihr alles geordnet haben wollt, gibt es auch ebenfalls eine Playlist, die ist ebenfalls verlinkt in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns wieder bei Folge 7 übermorgen oder eben, wenn ihr allgemein das Projekt weiterverfolgen wollt, schaut ihr morgen Folge 6 bei Kurga an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Und die Folgen, die danach kommen sollten, sollten das Projekt verändern. Ja, schaut morgen bei Utwin auf dem Kanal rein, da reagiert er auf meine Folge 6, die, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber die ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zum React auf Folge 7 und da bin ich sehr gespannt, weil ich weiß ja, was bei mir in Folge 8 passierte. Von daher werden wir mal gucken. Bleibt gesund, haut rein und ciao.